Herzlich willkommen zu Wir versilbern das Netz, eine Videoerklärreihe von Wege aus der Einsamkeit e.V., Facebook und weiteren Partnern. Heute geht es um WhatsApp. Sie haben sich die App ganz neu auf Ihr Smartphone geladen und nun wollen Sie wissen, wie sie einzurichten ist. Das zeige ich Ihnen jetzt. Sie müssen auf Ihrem Smartphone die App WhatsApp suchen, da steht auch drunter wieder. Und so sieht die App aus, die sehen Sie hier. Da müssen Sie draufklicken und jetzt mache ich mal was Falsches. Wenn Sie nämlich zu lange draufdrücken, dann passiert das. Dann brauchen Sie einfach nur einmal in Ihren Bildschirm klicken, haben wieder den Ursprung und Sie müssen leichter anklicken. Und dann steht hier Willkommen bei WhatsApp. Dann steht hier Zustimmen und Fortfahren, auch da draufklicken. Dann werden Sie gefragt, WhatsApp möchte dir Mitteilung senden. WhatsApp duzt Sie und sieht Sie nicht. Möchte dir Mitteilung senden, da können Sie jetzt entscheiden, erlauben oder nicht erlauben. Ich sage jetzt mal nicht erlauben. Dann müssen Sie Ihre Mobilfunknummer eingeben. Ihre, die hier in der SIM-Karte gespeichert ist. Das heißt, ich gebe die jetzt mal ein, die ich hier habe. Und Sie müssen natürlich mindestens 16 Jahre alt sein. Davon gehe ich aber aus. Dann steht hier oben Fertig. Da klicken Sie bitte mit Ihrem Stift oder mit Ihrem Finger drauf. Jetzt wird gesagt, stimmt die obige Telefonnummer? Da sagen Sie Ja. Jetzt wird geprüft, ob es diese Nummer gibt. Und jetzt bekommen Sie eine SMS mit einem Code. Den müssen Sie jetzt eingeben. Denn sonst könnte jeder irgendeine Telefonnummer eingeben. Daher bekommen Sie einen Code auf Ihr Smartphone unter der App SMS. Dann wird gefragt, kein Backup gefunden, Wiederherstellung überspringen. Das müssen Sie anklicken, Wiederherstellung überspringen. Jetzt geben Sie einen Namen ein. Sie können sich entscheiden, ob Sie Ihren vollen Namen eingeben oder ob Sie einen Spitznamen eingeben. Ich gebe mal einen Spitznamen ein. Hier oben steht Fertig. Da klicken Sie drauf. Dann wird gefragt, WhatsApp möchte auf deine Kontakte zugreifen. Das müssen Sie erlauben, weil Sie sonst nicht aus den Kontakten heraus anderen eine WhatsApp-Nachricht schicken können. Also okay. Dann steht Tippen auf dieses Zeichen rechts oben, um einen neuen Chat zu beginnen. Das ist hier oben dieses Zeichen, wo so ein Bleistift drin ist. Da klicken wir mal rein. Und jetzt sehen Sie meine Kontakte und ich schicke jetzt mal eine WhatsApp an Hartwig Mustermann. Da klicke ich hier drauf. Jetzt hat sich ein Feld geöffnet und auch die Tastatur. Und jetzt können Sie sagen, hallo, tippen, nicht sagen, hallo, ich bin's. Und jetzt sehen Sie hier einen kleinen Pfeil rechts, neben dem Feld, wo Sie was reingetippt haben. Da müssen Sie draufklicken. Und Sie sehen, jetzt ist der Text hier oben und das Ganze ist an eine Person geschickt worden, nämlich an den Hartwig Mustermann. Dem möchte ich jetzt auch noch ein Foto schicken. Sehen Sie, dass hier so ein Pluszeichen ist? Da klicken Sie drauf. Dann kommen Sie in die Foto- und Media- und Videomediathek. Da gehen Sie drauf. Dann werden Sie einmalig gefragt, WhatsApp möchte auf deine Fotos zugreifen. Das müssen Sie erlauben. Und jetzt schicke ich dem Hartwig auch nochmal eine schöne Blume. Jetzt steht hier unten noch Bildunterschrift. Jetzt kann ich auch noch sagen, tolle Pflanze. Und wieder hier auf diesen Pfeil klicken. Und jetzt habe ich das Bild verschickt. Ich gehe jetzt mal mit diesem Pfeil zurück. Und hier unten haben Sie Einstellung. Da sollten Sie auch noch mal drauf gehen.
Und jetzt gibt es hier Account, also ein Konto mit einem Pfeil. Da klicken Sie bitte auch mal drauf. Dann steht hier Datenschutz. Da sollten Sie auch drauf klicken, um alles einzustellen. Ganz häufig steht nämlich hier zuletzt online, da kann man drauf sehen und dann ist ganz häufig eingestellt jeder oder meine Kontakte. Das müssen Sie für sich entscheiden, wer was von Ihnen sehen kann. Hier oben auf den Pfeil zurück. Profilbild, da ist bei mir eingestellt meine Kontakte. Sie können das hier verändern. Da sollten Sie immer draufklicken, um zu sehen, wie ist Ihr Datenschutz eingestellt. Dann gibt es hier die Sicherheit. Auch da mal drauf gucken. Lesen Sie sich das in Ruhe durch und dann können Sie das für sich individuell einstellen. Verifizieren in zwei Schritten bedeutet, dass Sie WhatsApp auch noch mit einer PIN-Nummer schützen können, also mit einem Code. Auch das bitte einfach mal angucken und einstellen für sich. Ich gehe wieder zurück. Dann haben Sie hier unten noch weiter Chat, wenn Sie wieder eine WhatsApp verschicken wollen. Sehen Sie jetzt zwei Häkchen hier? Das zeigt Ihnen, dass der Hartwig diese WhatsApp-Nachricht schon angeschaut hat. Und sehen Sie, was jetzt passiert? Schreibt. Und jetzt hat er mir eine WhatsApp geschickt. Sehen Sie, dass hier unten eine 1 aufgetaucht ist? Da klicken Sie mal drauf. Und jetzt sehen Sie hier auch eine 1. Dann klicken Sie hier drauf und Sie sehen hier unten die Antwort: tolles Foto. Ich gehe wieder zurück. Dann haben Sie, wenn Sie mit jemandem telefonieren wollen über WhatsApp, immer wenn man im WLAN ist, können Sie hier drauf drücken. Ich mache das mal. Und ich gehe wieder zurück. Sie können auch direkt fotografieren. Aber das sollten Sie nach und nach üben. Suchen Sie sich einen Freund, einen Angehörigen, mit dem Sie am Anfang WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken, um es auszuprobieren. Oft lernt man sehr viel beim Üben. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Ich gehe auf meine Hauptseite zurück und sage Tschüss, Ihre Dagmar Hirche.